Hallo zusammen und willkommen zurück zu Bayonetta 1 Let's Play. In diesem Part werden wir uns den Prolog anschauen. Davor will ich euch aber mal ganz kurz zeigen, was es hier im Untermenü gibt, nämlich hier Kostümwechsel. Das für die Wii U inklusive Kostüme wie enthält, wie zum Beispiel Prinzessin des Pilzkönigreichs, Prinzessin von Sarasaland, Held von Hyrule und den galaktischen kopfgeldjährigeren Kostüm. Die werden wir uns eventuell mal irgendwann anschauen, allerdings für unser Let's Play, jetzt für die Story, werden wir das nicht tun. Werde es vielleicht mal in einem anderen Teil, vielleicht mal, wenn wir mal ein, zwei Missionen wieder besuchen, werde ich euch mal zeigen, was es mit dem Kostüm auf sich hat. Jedenfalls, fangen wir mal mit dem Prolog an, bei dem es mal so richtig interessant wird mit der Story. Am Anfang haben wir ja erstmal nur erfahren, was es sich bei dem ganzen was es sich bei dem ganzen Krieg dreht, so also mal eine kleine Vorahnung bekommen, was mit Bayonetta auf sich hat. Und ja, so viel wissen wir von der Story noch nicht. Jetzt kommt ja eigentlich der eigentliche Prolog. Auch das eigentliche Intro, wenn man so will, des Spiels. It looks like Humpty Dumpty's taking his last fall. Even Oleg Man the Destroyer gets scrambled in the end, right? You know, I still don't get why the hell you dragged me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today is. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. Wieso nicht? I've been waiting for this asshole to get whacked for ages. Hell, look around. There's no love lost for old Humpty Dumpty. But you gotta keep the outfit happy. We don't take care of him, they take care of us. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Nicht wahr? The pay's not bad either. Heh. Jesus, you really get into this shit, don't you? If it were me, I'd be praying he ends up barbecue. Or at least sunny side up. You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. Speaking of hungry, we done here? My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I tell you what. Oh. Well then, adios. Adios. What the fuck? They're here? For this douchebag? I hate this damn light. I can't see a thing. Oh, but they're there, ain't they? You hearing me? You can see them, can't you? I see them. They are instruments of God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! That arme Kerl. Dear Lord, grant us guidance. Keep safe the souls of our loved ones for all eternity. Thank you.
Und hier kommen unsere ersten Gegnertypen. Threat Sphere, Affinity, Zuneigung. Also davor erstmal epische Battle-Montage. Oh, God. That fan service. Das coole Gimmick bei dem Spiel ist, dass sie die Pistolen auch in ihren Füßen befestigen kann. Man kann bis zu 4 Pistolen gleichzeitig ausrüsten. Ziemlich cool. Mehr Guns! Mehr Waffen! Ja, gibt's uns nichts mehr. Hier, Lolli. Fanservice. So, und damit geht's auch direkt los. Man kann hier auch die ganzen Grabsteine entsorgen. Dann gibt's ein paar Credits für Upgrades später. Aber wir müssen uns auf jeden Fall um die ganzen Engel hier erstmal kümmern.
So, wir sammeln auf jeden Fall mal die ganzen Ringe hier ein. Ah, da ist ja noch einer. Normalerweise wird jetzt ein Tutorial kommen, was ich aber jetzt mal ganz schnell geskippt habe. So, jetzt müssten wir eigentlich in den nächsten Abschnitt kommen. Ah! Genau. Diese fliegenden Engelsköpfe, die können wir am besten mit unseren Pistolen vernichten. Which time, biatch? So, erstmal sammeln wir alle Halos ein. Enzo hat Zeit. Damn it, who did that? I just bought the damn thing. Haven't you figured it out yet? There's no quarter for you in this world. Oh, bam! Next. Ja, das ist schon unser erster kleiner Mini-Boss hier. Fertig! Platin! Sehr schön! Radon should be paying me for even touching these toys. You have any idea how much this is gonna cost to fix? How the fuck do I always get wrapped up in this shit? Der arme Kerl. Engine still purrs nicely. Now, about this little thing you've been looking into for me, Enzo. Let's have a quick chat. See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things, and you want an intelligence briefing? It never stops with you! You keep bellyaching like that, and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before the shit hits the fan. Wait, Radon! What about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. We just need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up.
You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here! Armer Enzo. So, damit geht's. Prolog ist noch nicht ganz vorbei, deshalb werde ich jetzt auch nicht schneiden oder irgendwas. Nämlich kommt hier noch einiges, passiert hier noch einiges. If I can see them bastards that did this to my car, forget about it. Enzo, the road. Aufpass auf die Straße. Oh, da kommt der LKW. Oh. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun, too! When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't help it if I like the little outfits. The toys are nice, too. Hey, 1 year ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember is that you're a witch. But now, you're stuck. Because you gotta sacrifice our halo-wearing friends every day, or they'll drag your ass back down to hell. I know, I thought I got screwed, but being forced to slap around the divine for a living, that's really getting screwed. If I needed a biographer, you wouldn't be my first choice. I see to the funeral. You get me the information I asked for. That was our deal. Charmant wie immer. Well, charmant. Let me get a drink at Rodan's before you start drilling me. The info I got is good. It's gonna get you close to finding the other stone in the pair and figuring out some of that lost past of yours. Uh-huh. I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Jesus! Can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Oh. Too bad. I can't stand bugs. Wann hat den untergeschoben bekommen und von wem? Flugzeug im Anflug! Sehr gut. Ja, der Witch-Time-Effekt. Auch noch nicht nur Gameplay-wise, sondern jetzt auch hier in der Cutscene benutzt. Finde ich sehr praktisch. Sehr clever. Kämpft ja auch mit Pistolen. Kommt mir auch bekannt vor. Ist das Jan von damals? You? What's the matter, Bayonetta? All that's making you just soft. Ouch!
Das Ziel von diesem kleinen Abschnitt ist es, hier 3 Folterangriffe hinzukriegen. Finished! Gold! Ja, ist in Ordnung. Zu viel Graz hier für die Engel. Oh. Und weg ist sie. Platinum Coffee. Dark Roast. Der Referenz war gut, ey. Schon einiges passiert. Wir haben noch nicht mal das erste Kapitel angekratzt. Those assholes sure know how to get attention. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a balance, right? Even if some of them like messing around with the humans, we've all got a stake in the status quo. But people keep fucking around like this, the Book of Revelations is gonna look like Mother Goose. Heaven and hell are gonna go straight for each other's throats. Oh. Heaven and hell can tear each other to pieces for all I care. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything was a bit too bracing. And Enzo's tip makes the timing too perfect. This reeks of a setup. Someone in one of those lost memories calling you out. I got a little present for you. These babies are special. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Don't break these, because they're one of a kind. Waffen. That style. Ching. Oh, Nummer 2. I don't go in for strange offers. Then again, I'm getting a little tired of these weaklings they keep throwing at me. Maybe I should aim for something a bit more high class. Und ich hab mein Thumbnail. Pounding them down tonight, baby.
Not to butt into your affairs, but I'm pretty sure you got somewhere better to be. The guys you're up against aren't the type to wait for you to finish a round. Oh, vacancy. Okay. Enzo, her drinks are going on your tab, buddy. Dem Enzo bleibt auch nichts erspart. You deadbeat motherfucker. Oh Mann. So Leute, das war der Prolog zu Bayonetta 1. Und wir haben... Was haben wir verdient? Ich will wissen, mein Ranking. Platin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das war der Prolog von Bayonetta 1. Und ich habe ein viel geileres Ranking, aber ich habe aus Versehen das Falsche geklickt. Egal! Am Abschluss eines jeden Kapitels, auch wenn es Kapitel 0 ist hier, gibt es Angel Attack. So ein kleines Shooting Game. Wir zielen auf Engel, auf tödliche Stellen und gewinnen Punkte. Ah, fuck. Hätten fast erwischt. Oh, nee, die sind so schnell für mich. 41 Punkte. Oh, ist okay. Ist okay. Ich hätte mehr machen können. So, ich zeige euch mal, was ihr danach machen könnt. Ihr könnt über ein Item eintauschen. Also, diese Punkte für ein Item eintauschen. Oder ihr könnt sagen, dass ihr diese Items gerne tauschen wollt, was ich machen werde, weil ich das Spiel möglichst ohne Items gewinnen will. Dann für gibt es die Punkte umgerechnet mal 1000, sprich 4100 Credits, also Halos gibt's für uns. Die können wir wiederum investieren in Upgrades für unsere Kombos und Ausweichtechniken und. Viele coole Fähigkeiten. Und mein Handy hat sich gemeldet, denn ich muss mich auch gleich fertig machen für die 100. Alice-Folge. Und hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich speichere mal an der Stelle. Ihr seht, ich habe schon einige Credits gesammelt gehabt, weil ich die Aufnahme hier neu machen musste. Ich hoffe, euch hat es jedenfalls soweit gefallen und dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dann und macht's gut. Ciao.